Hallo und herzlich willkommen, ich bin auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Runde NHL 22, zu einer Ausgabe des BR Pros. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid alle gut drauf und habt bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und in den letzten Ausgaben waren wir ja unbesiegt. Und das werden wir hier versuchen weiterzuführen. Wir spielen in dieser Ausgabe gegen Montreal. Wir haben die kompletten Vorteile auf unserer Seite. Wir haben ein paar angereiste Fans mit, die was uns nach vorne pushen. Und unsere Gastgeber haben den Heimvorteil, ihre Fans auf ihrer Seite und leider sonst keine Vorteile hier in Montreal auf ihrer Seite. Aber ich hoffe trotzdem auf ein gutes Spiel. Am Spieltag 26. Schauen, wann die Serie reist, meine lieben Sportsfreunde. Schauen, wann das sie reist. Bis jetzt haben wir einen guten Lauf und wenn wir den Lauf, ich gehe mal davor aus, dass wir den Lauf bis zu den Playoffs nicht durchziehen können. Irgendwo wird da schon einer. Eine Mannschaft sitzen, die wo es uns besiegt. So, rechts außen spielen wir. Auf geht's. Bulli verlieren wir. Kommt von die Scheibe, gehen wir. So. Jetzt haben wir die Scheibe in unserem Besitz zwischen die Canadiens durch, immer noch durch. Und Schuss und, na, leider kein Tor. Da verlieren wir den Kampf um die Scheibe. Und unsere Gastgeber machen das erste Tor. Wir machen es aber. So kann man sie täuschen. So, wo sind jetzt meine Teamkollegen? Gar nicht hier, deswegen machen wir ohne Assist das 40. Tor. Ganz einfach macht die Ruhe das. Tore in der Season. So, auf geht's, der Ausgleich ist da. Ganz müssen wir fokussiert bleiben. Und die Top 10 Tore sind wir auf dem ersten Platz, passt gut. So, ganz rechts außen. So, ja. Und schon was zum Durch. Und da ist das 2:1 vom Mark. Erster Einsatz auf dem Eis erledigt. Schauen wir mal, 6:12, der zweite Einsatz. Verzögerungsstrafe gegen mich.
wegen Beinstellen. Zwei Minuten. Jetzt hat mein Team überstanden mit 2:1. Auch nichts gewesen außer Spießen. Schon, Jungs, heute sinkt die Scheibe, heute sinkt die Scheibe. Ja. Auch nicht. Auch nicht, aber zumindest kriegen wir das Plus. So, und das erste Drittel ist vorbei, meine lieben Sportsfreunde. Auf geht's ins zweite Drittel. Wir müssen uns absichern. Auf geht's. Da haben wir es. Da haben wir es von Merrick. Die Absicherungstor. War jetzt gerade so fokussiert, wieder auf, mal auf die Scheibe. Absolut genial. Also, ich denke mir es immer wieder, wenn ich zock mit Winnipeg, das war ein richtiger Glückstreffer, dass uns dir geht, dass da der Trade hergegangen ist. Und der nächste Kampf steht durch. Gegen die Nummer 44. Und gewonnen. Sechster Kampf in Folge. Mit einem Sieg. Anschlusstreffer. Von Montreal. 1130.
Kipschur, Kipschur. Als siehst haben wir jetzt zwar gefallen, aber die Punkte haben wir ergriffen. Und das ist das, was wichtig ist. Zack, und drinnen ist er. Zack, und drinnen ist er. Aber wieder Anschlusstreffer von Montreal. Sie wollen daheim halt nicht verlieren, gell? Das sind Kämpfensituationen. Jetzt kämpf schon, Jungs, kämpf schon. So, jetzt halt. So, das war die Antwort vom HB. 41. Tor in dieser Season. Zweites Tor am heutigen Abend und er kratzt wieder am Hattrick. Und dann hast du 15 fürs Management. Das ist genial, das ist genial, meine Sportsfreunde. Kein Tor. Außer die Schiedsrichter sehen es anders. Nein, sehen sie nicht. Ah, Schiobfanger hocken, Schiobfanger und? Nein. Kein Hattrick für den HB. Bei plus minus sind wir auch auf dem ersten Platz. Und gleich beginnt das letzte entscheidende und gefährliche Drittel, meine lieben Sportsfreunde. Eine ins letzte Drittel. So. Die Chance auszuholen auf 100 Punkte. Gegenangriff.
Schade. Jetzt 38. Mal schauen, ob wir Scheiben kriegen für den Gegenangriff. So, jetzt. Schrott. So, ganz rechts außen. So, die Scheibe hier. Nein. Er will nicht. Der 15. Hattrick in der Karriere will einfach nicht. Sechs zu vier. So, jetzt hat Gegenangriff. Nein. So, jetzt hat Gegenangriff von Kanada, von Montreal. Gib mir die Scheibe, warum gibt's bei dir die Scheibe, Mark? Ich hätte gern den Hattrick geschossen. Das wäre die Gelegenheit gewesen, den 15. Hattrick anzugreifen. Hier nichts mit dem Hattrick. Also ich bringe noch schnell das Tor zusammen. Was ich nicht zusammenbringe. Weil ich raus muss auf die Bank. Sieben zu vier gewinnen wir aber, meine lieben Sportsfreunde. Auswärts, die Siegesserie hält an. Wir steigen von 46 auf 48 Punkten in der Division und in der Liga. Als Topstorer kriege ich auch 2 Punkte dazu, bin ich bei 56 mit 41 Siege, 16 Assist und 6 gewonnenen Kämpfen. Zum ersten Mal seit langem, dass ich ein Minus habe. Der dritte Platz geht an unsere Gastgeber. Der zweite Platz ist für mich. Mit 2 Toren. Der erste Platz geht an Mark mit 3 Toren, 1 Assist, also haben wir 2 Stars,
5 Tore oder Assist, passt auch gut. Passt ja auch gut. So. Busy night of action on the ice. Let's take a look at some of the finals that are in from tonight. The Jets were looking to grab points on the road against the Canadians. Winnipeg piled through their competition with a big time win. All right, checking in on some of the other action around the league tonight. The Senators look to run roughshod over the Coyotes. Ottawa topples the opposition with a strong effort at both ends. The Blues were looking to steal two against the Kings. Los Angeles played a complete game in this one and easily get the regulation win. We'll check next the inbox, we'll check the Philadelphia. Auswärts. Der erste ging den sechsten. Great night to be on the couch and watching hockey. Tons of scores around the league. Let's take a look at what went down. Ganz the famos. Wings took to the road to match up with wir the haben ein paar angreifende Fans mit im Petto, plus wir haben Angriff und die Tore auf unserer Seite und unsere Gastgeber haben leider keine Vorteile, bis auf den einen Vorteil auf ihrer Seite. So. Ah. Die ganze Zeit geht da nichts dabei, die mit dem Steierkreuz agieren. So, da nix muss aussehen. 0-0 nur noch zu 12:51 nur auf Tour. So. Funktioniert mein Plan. Aber jetzt hat. Aber jetzt hat. 42. Tor in der Season. Zack, und drin ist das Tor. One of star.
Ha, halt. So, vielleicht geht es so hart die Tore jetzt ab von mir. Nein, 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 Schott. Dann drehen wir uns 1:0. In dieser Entscheidung. Fokussiert bleiben müssen wir. Gut gemacht, das Spiel. Zur Bankhausse. So. Von dabei sein, euer Weg von dabei sein. Zweites Drittel passt hervorragend. Durchschnaufen. Und gibt's mal einen Moment und auf geht's, gehen wir wieder aufs Eis. Jetzt das entscheidende und gefährliche Drittel im Moment. Immer nur mit einem Tor fahren. Und ein Assist haben wir. Wenigstens ein Assist haben wir.
Center Assist in der Season, meine lieben Sportsfreunde. Verschlafen. ...44 im letzten Drittel. So. Echt teuer greifen sie. Aber doch, zweites Tor am heutigen Abend. 43. Tor. Hervorragend. Hervorragend. Und Punkte angegriffen. Und die Punkte angegriffen. Der 15. Hattrick will einfach nicht, gell? Er will einfach nicht zu mir kommen im Moment. Glaube nicht, dass der Assist an mich geht. Wo ich echt mit Hilfe von mir schockt er die so. Zumindest ein Assist besser als wir gar nichts. Besser als wir gar nichts, da die so. Na, haben wir. Ein Star mit einem Tor, ein Assist. Na,
Am weiteren Star mit einem Tor, einem Assist. Und ich bin auf dem zweiten Platz mit auf dem ersten Platz mit zwei Toren, zwei Assists. Also haben wir drei Stars. Dann haben wir drei Stars. Vier Tore, vier Assists, 50 Punkte für die Liga, 50 Punkte für die Division. Und bei mir sind es nur mal 4 dazu, also habe ich allein 60 Punkte als Topstorer, 43 Tore, 18 Assists bei 6 Kämpfen mit 6 Siegen, meine lieben Sportsfreunde. Genial, genial, genial. Let's take a look at the rest of the action on the ice tonight in the National Hockey League. The Jets were hoping to grab 2 points up against the Flyers. Winnipeg put on a show defensively. They give up nothing in the shutout win. Well, with this one in the books, let's get you caught up on some of the other final results in the NHL tonight. The Preds were on the road up against the Kraken. Seattle technically was as good as it gets defensively in this one, and they get the win. The Canadians were hoping to take a bite out of the Coyotes. Montreal pulled this one out. The Rangers coming up big in the shootout. Don't go anywhere. We've got much more here on the show. Die New York Rangers sind die nächsten. Jetzt schauen wir uns diese mal an. Sonderzahl 108.000 Passwort. Startzentrale haben wir schon lange nicht mehr gemacht. 61 Punkte, also 61. Hey, this wasn't the only stop in the National Hockey League tonight. Elsewhere around the league, the Predators took to the ice for a collision with the Kraken. Seattle posts an impressive win in a tightly contested affair. Oh, the Canadians had their hands full with the Coyotes. Montreal tested their skills in the shootout portion, and they passed with flying colors in the skills competition. The Blackhawks are now far away, and in the whole league, for Marr, far from Montreal. Wir haben einen super Lauf. Wir haben einen super Lauf, meine lieben Sportsfreunde. Aber das war's wieder für diese sportliche Ausgabe des BR Pros. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren. So dass, wenn es hier aus der NHL mit einem HB weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal meinen Leitspruch nicht. In den Formen getrennt, in der Sache vereint, Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen, doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin, und man kann auch ganz normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, und vor allem meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger, bleibt mir gesund, bis zum nächsten Mal, euer HB, Servus!